Ach ja, die Zeiten von zu wenig Platz sind vorbei. Heute geht's etwas weiter und ich hab was vorbereitet. Wir sehen uns gleich. Auf geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir hier zu irgendwas anderem kommen, ich habe bei meinen kleinen Umbaumaßnahmen ein bisschen Schwefel gefunden und ich würde sagen, wir nutzen das gleich und erforschen hier erstmal Schwarzpulver. So als grundlegende Sache, damit wir irgendwann mal anfangen können mit dem Sprengen. Und dann brauchen wir Schwarzpulver. Na okay, das können wir relativ bald in Angriff nehmen, das sollte nicht das Problem sein. Und irgendwas hatte ich hier noch gesehen. Mycelium. Habe ich gerade keins dabei, aber das hatten wir ja in diesem Tunnel gefunden. Das machen wir gleich mal fertig hier. Und erforschen das auch. Zack, 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 zack. Können wir zu Biomasse machen, okay. Ich weiß nicht, ob ich das will. Gewebe. Okay. Da fehlt mir noch ein bisschen Fuddel. Aber das kriegen wir schnell zusammen. Ich habe noch genug Gras von meinen Umbaumaßnahmen. Warum steht hier eigentlich so ein Ding? Das fällt mir jetzt erst auf. So. Dafür schmeißen wir das hier einmal weg. Und machen noch einmal fix hier ein bisschen Biomasse aus Blätter. Machen wir gleich voll. Das können wir nachher gleich in den Container schmeißen. Ich habe tatsächlich die letzten paar Stunden damit zugebracht, Fundamente auszulegen und dabei relativ viel Gras geerntet, sodass mein Container voll war. Den musste ich ein bisschen ja, stretchen, sage ich aber mal. So, wir fangen damit mal an. So, haben wir das auch gleich fertig. Und ein bisschen Gewebe mit ein bisschen Kabel. Ach, ein Fallschirm. Okay. Verbrauchsmaterial. Naja, ob ich sowas jetzt brauche, sei mal dahingestellt. Was haben wir hier? Das haben wir doch alles auch da. Das ist ja herrlich. Und den haben wir da, den haben wir. Naja, hätten wir da. Wir bringen erstmal jetzt dafür rüber. Damit wir das Inventar wieder freikriegen. Zack. So, so. Abbrenner. Ne, ich habe hier ein bisschen aufgestockt. Weil der kleine war tatsächlich voll. Ne, ich brauche halt die Biomasse aktuell quasi gar nicht. Das heißt, warum soll ich damit groß rumeiern? So, kriegen wir dadurch Platz? Ja, sehr schön. Sehr schön. Rinder. Und dann sieht das auch schon besser aus. Hier irgendwo habe ich den ganzen Farbsch. Ach nee. Stimmt. Ich habe hier noch was gebaut. Ich lasse hier neuerdings Farbpatronen herstellen. Beziehungsweise habe sie schon herstellen lassen. Wie viel haben wir da jetzt? Ja, ein bisschen was haben wir zusammen. Dann können wir hier auch mal bei Zeit ein bisschen umpinseln. Das ist auch was Feines, oder? So, sortieren wir mal. Dann sieht das doch erstmal ganz gut aus. Die Batterien brauchen wir aktuell nicht. Wir haben ja noch etliche Motoren, ey. Weiß gar nicht, was ich damit soll. So, was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte mit dem ganzen Fruchtkram hier rumeiern. Nüffe. Und dann sollten wir es da haben. So, wo war das jetzt? Hier was? Warum habe ich denn das noch nicht? Dauert 3 Sekunden. Machen wir auch gleich. Ach ja, weil mein Spielstand einen Abgang gemacht hat. Was ist das? Verbesserte Objektscanner. Das sollte ich bei Zeiten auch mal machen. Quarzoszillator. Okay. Das ist meistens kein Ding, aber die Dinger habe ich noch nie hergestellt. So, weiter gucken. Fallschirm ist Quatsch. Elektroschnecken auch. Oh, cool. Hä? Wo hatte ich denn das gerade? Das habe ich nicht. Mycelium. So, ich habe doch hier. Wieso kann ich das nicht machen? Zu teuer. Habe ich nicht gerade einen Pilz geholt? Bin ich doof? Oh, nein, habe ich nicht. Na denn. Nährstoffe. Nee. Blütenblätter auch nicht. Bin ich doof? Kann ich das denn zweimal nacheinander nicht finden? Mycelium, jetzt habe ich alles.
Okay. Ist nur ein Schloss vor. Warum auch immer. Oh. Medizinischer Inhalator. Okay. Gut, wenn wir bei sind, ne? Gib ihm hart. So, was machen die denn? Steht nicht da, aber ich denke mal, die sind zur Heilung. Ja, schön. Kann ich die jetzt auch bauen? Machen wir die hier? Tatsächlich. Nährstoffinhalator. Oha, da brauchen wir ein bisschen was für. Aber gut. Brauchen wir auch nicht jetzt. Einmal sortieren, bitte. Dann gehen die gleich wieder hier rein. Die Nüffe schmeiße weg. Und dann sieht das doch erstmal wieder ganz gut aus. So, was haben wir denn jetzt nicht mehr? Wir haben Eisenplatten, wir haben Rohre. Rohre brauchen wir wieder. Ih, ist ja dunkel. Was ist das denn passiert? Habe ich die Rohre jetzt hingeschmissen? Liegen die hier? Nö. Na egal. Holen wir uns neue Rohre. So, dann holen wir uns neue Rohre. Dann machen wir uns hier erstmal unser Verteilersystem. Das wird langsam echt Zeit. Rohre haben wir hier hinten. Zack. Wir nehmen nochmal 100. Ach, wir nehmen 200 rein. Stahlplatten haben wir genug. Schwefel können wir nachher noch wegschmeißen. Beton haben wir genug. Und wir brauchen noch ein bisschen. Quatsch, wir müssen noch hier unten rein. Upp. Hier liegen auch Sachen rum. Mensch, es sind Rohre. Wer hätte das gedacht? So, von dem wir jetzt tatsächlich genug produzieren. Das ist ja mal ganz angenehm. So, dann haben wir davon noch ordentlich was. Da brauchen wir immer viel von. Und dann setzen wir hier vorne wieder mit unserem Verteilersystem an und machen da endlich mal weiter, nachdem ich hier beim letzten Mal mich so wunderbar selbst abgelenkt habe. So, und da hatte ich tatsächlich folgende Idee, die ich eigentlich auch hier habe und gerade nicht weiß, warum ich das nicht mache. Dafür würden wir nämlich hier reingehen, hier mal einmal rüber gucken. Das gefällt mir überhaupt nicht hier tatsächlich. Wir machen das einmal so, machen hier so einen hin. Ich glaube, da müssen wir einen runter. Das reißen wir weg. Dann hauen wir da mal einen Fusionator ran. Achso, ja, der weiß wieder nicht wohin. Das ist ja nicht das Ding. Du lieferst nachher nach da ab. Dann bauen wir hier einmal zwei Stelzen hin. Zack. Zack. Mit einem Fusionator tatsächlich auch drauf. Zack. Zack. Dann setzen wir hier nochmal einen hin. Na, achso, falsches Band, scheiße. So wollte ich's. Das dann bitte, ach komm, da einfach gegen, genau. Du spuckst. Na, jetzt komm. Hä, bin ich doof? Da. Dahin spuckst du das Ganze aus. So, dann reißen wir den ganzen Schrott hier weg. Der muss hier nicht langlaufen. Sieht eh scheiße aus. Nanu, was hier alles für ein Scheiß langläuft. Und warum ist hier ein Container? Weil ich hier noch irgendwas bauen wollte, ich bin mir ziemlich sicher. So, jetzt haben wir hier erstmal einen neuen Konstruktor hin. Schön im Raster. Ist das richtige Raster, ist die Frage. Ja. Der erste müsste der da sein. Dann kommt das Ding hier einmal weg. Und das auch. Und das auch. Und das auch. Und wir setzen das da einfach vor. Warte mal. Du produzierst Eisenstangen. Können wir hier gleich wieder einmal voll machen. Nanu. Gerade so viel. Achso, das liegt da wahrscheinlich, ne? Einmal kurz beiseite gepackt. Ja.
fangen wir mal damit an. Die können mit rein. Warum kann ich das Kabel? Warum kann ich jetzt nicht alles aufheben? Na gut, bei dem verstehe ich es. So, dann kommen die hier hin. Zack. Warum funktioniert alles aufheben nicht mehr? Das ist ja scheiße. Das ist ja ultra crap. Das geht noch. Und das geht auch noch. Kann ich dich voll? Du bist natürlich schon voll. Na gut, ich gehe gleich in den Schredder. Nicht das Problem. So. Ran da. Erstmal wieder Ordnung schaffen hier. Das geht ja so nicht weiter. Zack. Und du nach da. Von da nach da. Und von da nach da. So, was ich jetzt vorhabe. Den Scheiß kann ich mittlerweile nicht mehr gebrauchen, weil da ja unser Verteilersystem langläuft. Das heißt, das reißen wir gerade einmal alles weg. Ist gerade ein bisschen ätzend langweilig, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Denn dafür wird es gleich cooler. Na. Reicht uns bis hier? Nee, wir müssen bis nach da hinten. So, und jetzt haben wir hier nämlich an jeden Ausgang ganz easy peasy. Nee, nicht an jeden Ausgang. Ich glaube, hier vorne hauen wir das hin. Ja. Den intelligenten Splitter. Na, also Logistik. Der das genau so raushaut. Dann kannst du da wieder raus. So, in der Mitte läuft denn einmal, was haben wir hier? Eisenplatten, ne? Ja. Mittlerer Ausgang. Eisenplatte. Und wir müssen dann gleich mal gucken, wo wir am besten den Ausgang hier ransetzen. Das bauen wir erstmal hier komplett rüber. Damit wir hier mal auf den grünen Zweig kommen langsam. So. Und wo passt der besser? Er passt nirgendwo gut. Der Lift, den ich dann jetzt nämlich ranbauen wollte. Und ich glaube, ich will ihn eher in die Richtung hier haben. Ja. So. Zack. Das müsste die richtige Höhe sein. Und dann ist das der linke Ausgang. Da hauen wir den Überschuss rein. So, das da brauchen wir nicht. Aber wir brauchen hier eine Wand. Was? Nicht genug Freiraum? Willst du mich rollen? Echt jetzt? Der ist im Weg? Ach komm schon, ey. Wir versuchen das einmal so rum. Direkt genervt. Super. Wir noch einen näher ran können. Quatsch, Logistik, intelligente Splitter. Ne. Also wir können hier sicherlich hin, aber das bringt gar nichts. Dann müssen die tatsächlich alle ein Stückchen nach hinten rücken. Hilft alles nichts. Organisation. Können wir auch gleich die Großen hier hinsetzen. Ach komm. Ja, du kannst dann eigentlich auch weg. Industrieller Lager. Echt jetzt? Die sind im Weg? Nee, oder? Das ist doch... Ach komm. Na komm. Ach, scheiß hier. Komm her. Raus damit. Oh, so wird ein schöner Turm geworden. Ey, das... Dass er das gerade nicht aufhebt einfach, ne? Mit dem Tastendruck. Nervt. Na gut, das kriegen wir jetzt nicht weg. Wie muck wir das, wie muck wir das, wie muck wir das? Wir stapeln einfach noch mehr hier auf. Drauf geschissen. Das holen wir dann gleich wieder.
Kann ich das einfach so irgendwie droppen? Nee. Ich kann es halbieren, ja super. Das bringt mir ja gar nichts. Und es stapelt sich. Ist doch herrlich. So. Ja, du willst es nicht alles auf einmal aufheben. Das nervt fast gar nicht, Spiel. Ach komm, ehrlich. Wie assi war das denn? Und kleine Feststellung. Ich glaube, ich nehme trotzdem einen kleinen Container, weil das hier nur so ein Zwischenlager ist. Der Rest soll ja... Jetzt habe ich keine Rohre mehr auf der Hand. Ah! Mann, ey. Wattenmüll. Hier, da haben wir Rohre. Lass ne mit. Affe, ey. Das gibt's ja wohl gar nicht. So. Rinn und Rut. Wir sind genau drauf. Und dann gehen wir... Ja, natürlich habe ich auch das nicht mehr in der Hand. So, jetzt kommt hier erstmal wieder alles rein. Lass weg damit. Mach voll die Hülle. So, dann gibt's das nämlich gleich bei mir im Zentrallager. So. Und ab da oben ran. Wieso geht das nicht? Ist gerade ein bisschen der Wurm drin. Nicht genug Freiraum. Ach komm schon, das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Oh. Also manchmal kann mir das Spiel ja gehörig auf den Sender gehen mit irgendwelchem Scheiß, ne? So. Darf ich jetzt? Dankeschön. Was für ein Blödsinn, ey. So. Jetzt können wir. Sehr schön. So, und jetzt können wir hier nämlich auch endlich nicht unseren intelligenten Splitter hinbauen, weil dafür wieder die Teile fehlen. Wo liegen sie rum? Ich den jetzt darauf gebaut. Ne, hier. Ohne AI-Limiter wird dann nämlich nichts. So, wieder den ganzen Scheiß da rein. Ich brauche mehr Inventar jetzt mal ohne Scheiß. So. So, jetzt aber intelligenter Splitter. Ich muss das noch ein paar Mal machen, fällt mir dabei gerade auch mal auf. Von da kommt's drin. Was fehlt mir? Rotoren und schwere Eisenplatten, natürlich. Wir nehmen gleich ein paar mehr. Und da haben wir verstärkte Eisenplatte. Und jetzt den intelligenten Splitter. So, passt es? Gut. Oder auch nicht. Jetzt ist der Container schon wieder... Ah, oh, Mann! Ich mag nicht mehr. Könnt mir das mal einer lassen hier? Ja, natürlich. Ich jetzt wieder irgendwelche Pimmelsachen, die hier stören. So, jetzt her mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß. Container hin. Was natürlich nicht geht, weil das da im Weg ist. So, Container hin. Wieso? Ah, ich war auf dem falschen Alignment. So. Jetzt passt du aber daran. Bevor ich das jetzt wieder voll mache. Intelligente Splitter. So. So. Sehr schön. Mittlere Ausgabe mal Eisenplatte. Und linke Ausgabe den Überfluss. Überschuss, genau. So, dann ist das ja erstmal in Ordnung. Überschuss sollten wir recht schnell zusammenkriegen. Und alles, was in Ü ist, geht ins Hauptlager. Sollte tatsächlich ein bisschen was sein. So, jetzt aber. Jetzt passt du hier hin. Und bist ein zu flach. Das ist aber... Jetzt kein Weltuntergang. Ist auch noch zu flach. Okay. Aber ist doch nicht so hoch, oder? Doch, tatsächlich. Okay.
So, dann haben wir endlich was, wo der Überschuss hingeht. Zack. Das heißt, hier muss ein Fusionator hin. Zack, die werden hier relativ flächendeckend kommen. Und dann können die Eisenplatten auch schon abgeführt werden. Feini fein. Zack, 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 zack. Und es läuft mit. Sehr schön. So, machen wir das gleich beim nächsten. Diesmal mit Rohren. Alles raus. Kann ich nicht alles einlagern? Alles nehmen. So. Zuerst mal ist hier Ruhe. Dann reißen wir dich weg. Ich habe nicht mal mehr für die Platten Platz, ey. Ein paar Rohre beiseite. So, dann kommst du hier weg. Produkt, Quatsch. Logistik. Quatsch, Organisation. Wieder ein kleiner Container. Hoffentlich stimmt das da mit dem Alignment. Gehst dahin und du passt gerade. Sehr schön. So, Logistik. Intelligenter Splitter davor. Einmal dahingesetzt. Natürlich wieder daneben. Irgendwas ist doch hier Kuddelmuddel oder was. Daran, daran, du gibst durch Eisenstangen und in die linke Ausgabe haust du den Überschuss. So, dann bauen wir da oben noch ein Tor rein. Zack. Da geht ein Lift hin, ran an die Hütte. Wir lagern hier schon mal wieder unsere Rohre ein. Das sollten ja mehr als genug sein. Und machen wir voll. So, das heißt, der Überschuss geht jetzt schon mal sehr schön da hoch. Irgendwo habe ich doch hier gerade was abgelegt gehabt. Whenever, wherever, da haben wir sie. Bevor die hier sinnlos in der Gegend rumliegen. Dann klettern wir einmal wieder hier hoch. Gerade so. Hauen hier noch ein Fusionator hin. Der das Ganze nach da befördert. Und dann haben wir auch Eisenstangen. Sehr schön. Und was kommt von hier hinten? Wieso sind hier eigentlich... Ach, der Scheiß. Komm, leck mich am Arsch. Hab ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich sehe die Hütte und bin instant genervt. Wahnsinn. So, das ziehen wir hier einmal rum. Naja, gut, wenigstens kann hier gleich ein Ausgang hin. Wände. Ausgang. Ah, ein Fusionator. Wie sich das gehört. Zack. Und das Ding wirft ja eh nicht so viel ab. Er produziert, das ist ja erstmal gut. So, weg damit. Was hier? Warum gibt es keine versteckten Eisenplatten? Was ist dein Problem? Du kriegst nicht genug Schrauben. Wieso kriegst du denn keine Schrauben? Weil keine Eisenstangen da sind. Warum sind keine Eisenstangen da? Ernsthaft? Was ist denn hier nicht richtig? Und warum läuft das falsch rum? Sag mal, wie rum bist du gebaut? Ist das hier der Ausgang? Ja, naja gut. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Ach komm. Warum kann ich da nicht rein? Was ist hier los? Warum ist denn hier so ein Kuddelmuddel? Splitter. Das müsste passen.
So. Von da nach da. Von da nach da. Und du bekommst das Ganze von da. So. Und jetzt haben wir auch Schrauben. Gleich zumindest. Sehr schön. Das läppt gleich wieder. Und du gehst von hier nach da. Und dann können wir hier auch dicht machen. Endlich zu die Hütte. Bloß weg. Zack, Klappe zu, Affe tot. So, hier unten haben wir noch mehr Eisenstangen. Das heißt, hier müssen wir nochmal wegreißen. Alles nehmen, passt das rein? Natürlich nicht. War zu schön gewesen. Plattenpaar weg, davon ein bisschen was weg. Motoren von mir aus auch erstmal weg. Ach scheiße, ich sollte das erstmal wegreißen hier. Zack. Und Stahlbeton brauchen wir gerade nicht. Und die brauchen wir gerade auch nicht. Alles nehmen, Container abreißen. Dies abreißen und weiter geht's. Kleinen Container. Ne, das muss auch weg, ne? Kleiner Zwischencontainer hier ran. Nach oben. Und alles wieder rein. So, 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 so. Voll ist die Hütte. Zumindest fast. Und was haben wir hier? Nur ein paar Eisenstangen. Gut, dann machen wir wieder einen intelligenten Splitter. Also wer das nach dem Video nicht verstanden hat, wie das funktioniert, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Möchte ich einfach mal sagen. Passt das? Ja. Aber das... Hä? Ach komm, spiel ich schon wieder... Hier sind mittlerweile auch einfach zu viele Leitlinien, ey. Das ist doch scheiße. So, wieder Sachen ablegen. Hier, weg damit. Alles nehmen. Bis auf 14 passt das auch. Hier hin. Alles nehmen, abreißen, genervt sein. Ehrlich. Bau den da jetzt einfach drauf. Der eine will ja wohl nicht so sehr stören, oder was? Doch, tut er. Na! So. Nochmal den Container. So. So, und jetzt ist richtig? Ich hoffe einfach mal. Logistik. Intelligenter Splitter. So müsste sitzen. Ja. Sehr schön. Dann bauen wir da gleich wieder eine Wand hin. Zack. Jetzt habe ich natürlich keinen Beton mehr auf der Hand. Habe ich den schon wieder voll gemacht? Ne. Ist ja fast gar nicht nervig, das so zu machen, ne? So, mittlerer Ausgang sind natürlich Eisenstangen, linker Ausgang der Überschuss. Zack. Und dann macht das alles, was wir die ganzen letzten Folgen gemacht haben, doch irgendwie auch Sinn. So, da bauen wir eine Wand drauf, aber richtig rum bitte. Das hätten wir. Einmal hoch. Nochmal hoch. Nochmal ein Fusionator hier zwischengehängt. So. So. Dann haben wir hier oben schön die ganze Reihe lang unsere Produktion stehen. Läuft. Läuft richtig gut, okay. Dann haben wir den ganzen Mist schon mal abgeführt. Das ist doch herrlich. Das Band da hinten ist natürlich schwubbevoll. Aber ich hoffe, dass wir das relativ bald upgraden können. Das heißt, wir haben die Wand hier erstmal fertig. Dann können wir die doch eigentlich auch erstmal fertig bauen, oder? Was nehmen wir denn da für schöne Fenster? Ich
Ich glaube, ich will da sowas haben. So, so, so. Hier haben wir relativ sauber immer einen zwischen. Zack. Was ist hier los? Wieso bist du da? Du bist da völlig grundlos, glaube ich. Ja. Oh, ich habe noch eine Menge Stuff, die ich wieder aufheben muss. Und mehr von diesem Umräumscheiß haben wir jetzt, glaube ich, nicht. Das war nur die Scheißsituation mit... Oh, die Rohre nehmen wir auch mit. Oh, alles passt nicht. Na ja, gut. Das war einfach nur die Scheißsituation, dass wir die hier alle umstapeln mussten. Aber damit sind wir ja durch. So, und dann bauen wir da noch einmal so ein... Na komm. Gang rüber, das würde ich tatsächlich behalten. Das finde ich ganz cool. Beidseitig natürlich. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir zur oberen Etage natürlich einen Zugang haben. Von da kommt nichts mehr. Das kannst du vergessen. Zack. Dann gucken wir mal einmal, wie wir da reinkommen. Von da hinten wahrscheinlich nur, ne? Ich glaube, ich werde mir hier irgendwo eine Treppe hochbauen, dass wir so einen Servicezugang haben. Ja. Das kommt erstmal weg. Oh, ich weiß, wo wir das hinbauen. Haha. Wir hätten hier hinten ja irgendwann sowieso mal unseren Treppenweg. Und das passt sogar super. Woo, wie gut ist das? Ich glaube, hier waren die auch, ja. Nee, so rum. Oh, wie gut ist das? Meine Güte. Zack, bauen wir hier eine Tür ran. Na komm. Zack, und dann haben wir auch Zugang. Herrlich. Und können hier direkt eine Decke reinziehen, weil mehr Platz brauchen wir hier eh nicht. Okay, müssen wir drunter durchrutschen. Kommt hier irgendwas? Achso, hier kommen die Schrauben. Das können wir bei Zeit mal dicht machen. Du bist... Doch, du wirst gebraucht. Welcher wird denn hier nicht gebraucht? Irgendeiner war hier doch, der total sinnlos steht. Der wird gebraucht. Hab ich den schon weggerissen? Achso, ah, nee. Habe ich nur von unten nicht gesehen. Wie der gebraucht wird. Zack, zack, zack. Super, Warenzulauf. Ins Endlager abgeschlossen. Wie geil. Das ist ja wohl der Shit. So, jetzt bräuchten wir eigentlich noch Stahl und Dings hier. Stahlrohre und Stahlbeton. Machen wir auch gleich, oder? Wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Logistics. Quatsch, Fundamente. Glasfundament. Das ziehen wir hier schön weiter rum. Da ist die Gangway. Dann wird die gleich ein bisschen breiter. Das ist, glaube ich, ganz cool. Könnten wir uns da noch irgendwie einen Zugang machen. Dass die immer mal so sind, ne? Das ist irgendwie irre nervig. Das stört ja massiv mein Ästhetikempfinden. So. 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 Na. So und so. Besser. So, dann. Brauchen wir hier einen Ausgang und da einen Ausgang. Die Tür hier ist dann für den Arsch. So. Na, das kann ja was werden. Passt doch wieder hinten und vorne nicht, oder was? Das war absehbar. Naja, das mache ich mir aber, glaube ich, recht leicht. Ein so. Ein so, und dann müsste das mit dem Knick passen. Das zeige ich doch. Tada!
So, und dann müssen wir hier tatsächlich hin. Wie macht man das? Ich will ja weiter langlaufen können. Das ist ja sonst irgendwie kacke, ne? Dann machen wir das so. So. Und so. Dann kommt hier ein Fusionator ran. Und da auch, aufgrund der Optik. Der schickt das Ganze nicht genug Freiraum, ehrlich. Das ist ja Hölle ärgerlich. Da könnten wir ran. Wie das geht, aber... Hä? Nochmal. Fusionator. Der das Ganze nach... hier wegspuckt. Da kann ich ran. Wie ärgerlich. Okay, aber nicht das Problem. Machen wir einfach mal die hier ran. Natürlich. Aber auch nicht das Problem. Echt, sind wir eins zu nah dran? Ärgerlich. Na ja, gut. Gehen wir hier einen vor. Also keine Angst, das wird tatsächlich am Ende wieder weggenommen. Das ist gerade nur, dass ich das einmal zusammenfuddeln kann. Das gleiche machen wir hier. Auf der gleichen Höhe, versteht sich. Du musst dann aber auch nochmal weg. So. Daran. Fusionator. Darüber und da weg. Dann lassen wir die Ständer stehen. Eigentlich stehen die auch ganz cool da, oder? Eigentlich gefällt mir das. So, und dann brauchen wir hier hinten noch einen Lift. Erstmal brauchen wir da einen Zugang. Zack. Wir müssen da einmal hoch. Wie kommen wir da jetzt am schlausten hoch? Hier lang. Hier habe ich mir mal irgendwann Weg gebaut. Und dann keine Tür gemacht. Ist auch gut. Tür links. Zack. Komme ich jetzt mal hier? Ja, sehr schön. Sauber läuft. Logistics. So. Ach komm. Ich vergesse immer, dass ich da zweimal muss. Ich muss nachher eh nochmal hoch. Passt alles. Zack. Und dann von da nach da. Ja, sauber. Das läuft doch schon mal. Wieder nach oben. Hier muss ich auch noch irgendwann eine Gangway lang bauen, dass ich hier lang komme. Aber das soll nicht Inhalt der heutigen Folge sein. Das sieht doch sauber aus. Sehr schön. Dann hier hinten Fördermasten hin. Zack. Zack. Einmal daran. Einmal ums Eck rum. Und, ach, schön, es passt. So, dann bauen wir uns hier noch eine Tür rein. Ne, so will ich das nicht. Also Tür links. Zack, und dann kommt hier auch das. Und dann gehen wir hier doch einfach einmal rum. Und dann haben wir, glaube ich, alles von hier hinten. Was ja erstmal irre geil ist. Na komm. So. Klappe zu, Affe tot. Ne, also klar, das Förderband ist heillos überlastet.
ne? Aber da muss ich einfach auf das nächste Upgrade warten, dass wir da weiterkommen. Aber meine Güte. Oh, das läuft aber besser, als ich gedacht hätte. Durchmischt sich alles so ein bisschen. Schön. Dann haben wir das doch schon mal fertig. Uns hier eine Treppe runterbauen. Ich glaube, ein Zugang mehr schadet beim besten Willen nicht. Nee, zentral wollen wir nicht. Zentral ist scheiße. Tür nach rechts? Fragezeichen. Ich glaube ja. Und Organisation. Da. Eins, zwei. Und dann machen wir hier einfach eine Kurve hin. Eins, zwei. Und wieder. Und abwärts, bitte. Eins. Oh, ich hoffe, das geht. Das sieht ja auch mal affig aus. Wir gucken mal, ob wir da gerade rüberkommen. Und dann müsste das hier passen. Ja, sehr schön. Dann können wir da unten nämlich weiter durchlaufen. Und hier geht es sauber hoch. Sehr schön. Wir haben diverse Zugänge. Wir haben hier hinten mehr als genug. Hier ist wahrscheinlich alles voll. Und dich hätte ich wahrscheinlich mal an den Container anschließen sollen. In meiner allgegenwärtigen Weisheit. So, hier machen wir eigentlich auch ganz gern so einen zentralen Abgang. Könnte man, glaube ich, gut hier hinten machen. Zwischen all dem Kuddelmuddel. Wir gucken mal gerade. Oh, hier ist doch eigentlich, das ist doch super hier mit dem Cliff. Position passt nicht ganz, aber das ist in Ordnung. Wo ich jetzt gern hinter allen, ne? Wir gucken mal gerade. Natürlich geht mir jetzt der Beton aus. Wie soll es auch anders sein? Na gut. Oh, Beton nach. Schluck Kaffee. Und dann bin ich mit dem Ergebnis des heutigen Tages doch schon viel zufriedener als mit dem der ganzen letzten Folgen. Und ich bin auch nicht mal dazu gekommen, euch zu zeigen, was ich da jetzt Schönes vorbereitet habe für die kommenden Folgen. Das müssen wir eigentlich auch mal schick machen hier. Das sieht auch noch so provisorisch aus. Und der Schredder kann auf lange Sicht tatsächlich weg. Das kommt dann alles da unten hin. Das ist ja super. Ach ja, schon einige dran. Donnerlittchen. Und wir haben auch ordentlich Überschuss. Meine Güte. Das können wir gleich mal schick machen, wenn wir schon mal dabei sind. Ich glaube, das machen wir jetzt gleich. Wo geht der Strom hier hin? Okay. Ich glaube, dann will ich hier noch einen Manufaktor haben. Dann kommt der nämlich einfach hier hin. Oder produziere ich das nochmal neu? Eigentlich ist auch Blödsinn, oder? Ich meine, wir haben hier alles voll. Offensichtlich ist der Bedarf nicht so groß. Ne, machen wir vor oder hinter? Vor oder hinter? Erzähl mir mal einer. Vor. Vor die Container noch so ein Überschussabgang. Und dann können wir das sauber hier rüberleiten. Das wäre optimal. Meh. Leider nicht. Wir müssen ein Stückchen weiter nach hinten gehen. Aber egal. Erstmal weiter mit den Manufaktoren. Die Kabellage ist mir jetzt leider ein bisschen im Weg hier, ne? Den Strom müssen wir einmal woanders verlegen. Der geht dann hier mittig durch. Da machen wir uns gar keine dicke Platte. Einmal hier hin. Einmal hier hin. So. Und so. Und dann bekommst du von da erstmal Strom. So.
Das läuft. Der hat Strom. Dann können wir jetzt... Was ist denn? Ich kann schon wieder nicht. Doch, ne? Ja. Gib mal her den Stuff. So, hier kommen dann die Überschussteile hin. Du kommst tatsächlich weg. Können wir direkt machen. Ein paar Kabel können wir wahrscheinlich sogar gebrauchen. So, jetzt kommt hier erstmal ein Manufaktor hin. Und ich glaube, den setze ich in dem Fall, wie sind die hier gesetzt? Eine Platte dazwischen frei, ne? Haben wir da genug Platz für? Ja, eigentlich schon. Dahinter einen kleinen Container. Organisation. Lagercontainer. Auf die Höhe. Das passt. Du machst dann intelligente Beschichtung. So wie dir da hinten. Und das hier kommt erstmal weg. Alles weg. Du kriegst deine Waren. Was brauchst du überhaupt? Das habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Verstärkte Eisenplatten und Rotoren. Die können wir eigentlich hier lang legen. Ich muss nur gucken, dass ich da genug Platz behalte, um da andere Sachen lang zu bauen. Eins, zwei... Oh, 4. Kommen wir hier noch rum? Oh, das wäre Opti. Das ist richtig gut. So. Aber ist auch gar nicht das, was wir brauchen, ne? So, dann können wir hier jetzt nämlich erstmal. Oh. Will mir einer was? Wer? Wie? Wo? Ach, da unten. Du hängst fest. Du Assi. Penner, ey. So, dann müssen wir hier erstmal zwei Sachen. Kriegt jeder erstmal einen intelligenten Splitter hier. Zack. Ach, scheiße. Ehrlich? Muss das so eng sein? Was ist das hier eigentlich? Bauxit? Das habe ich noch gar nicht. Ist jetzt gerade im Weg. Das ist unschön. Oder setzen wir die hier vor? Ich glaube, wir setzen die Überschussdinger einfach hier vor. Sehr schön. Taucht die Kiste auch woanders auf. So. Zack. Intelligente Splitter. Du kriegst von da und gibst nach da. Hier ein hin. Hier ein hin. Und hier drüben natürlich auch. So. Soweit passt es. Rügel, Rügel. So. Und hier muss dann natürlich auch einer hin. So weit, so gut. Haben wir hier überall erstmal Splitter. Können wir den Scheiß aufnehmen? Ja. Ach, scheiße. Gut, also, du reichst durch. Mittlere Ausgabe. Das sind Rotoren, wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. R. Rotor. Und gibst... Ja, nach rechts gibst du aus... Nach rechts. Ja, nach rechts. Nach rechts den Überschuss. Mittlere Ausgabe. Das sind... Was haben wir denn hier? Schwere Eisenplatten. Hm.
Na, wo haben wir sie? Schwere, schwere Eisenplatten. Wie doof. Das ist tatsächlich ein bisschen unschön gelöst hier. Ach ne, verstärkte Eisenplatten haben sie. Natürlich. So, nach rechts den Überschuss. Und dass er nicht immer direkt wieder oben ist, ist auch Blödsinn. So, nach links gibst du aber auch schwere Eisenplatten aus. Genauso wie du da auch Rotoren ausgibst. Da ist er. So, die füttern dann nämlich gleich da hinten den Manufaktor. So. Jetzt kommt hier überall erstmal so einer ran. Eins, ja, wir machen das so. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann brauchen wir hier natürlich. Eins, zwei, drei. Kann man natürlich wieder nicht gegen. Scheißdreck. Na komm. Nehmen wir die nochmal weg. Und ich glaube, dann geht das. Geht das? Ich weiß nicht, ob der jetzt direkt dran ist. Egal, hier kommt ein Fusionator hin. Oder auch nicht. Dann kommen wir nochmal weg. So, einmal fix einen hingeballert. So. Sechs der Fusionator. Heps. Der geht nach da weg. Hier machen wir das Gleiche. Den nochmal weg. So. Läuft das gerade rüber? Das ist rechter Winkel? Ja, ne? Oder? Ja, nein? Ah, die auch wurscht. Eigentlich brauchen wir das hier gar nicht. Hier lassen wir das. Ich mache mir das jetzt nicht schwerer, als es ist. Zack, eins, zwei. Nach da. Und den können wir nämlich einfach darüber reichen. So. Dann haben wir erstmal alles, was wir hier hinten für den Manufaktor brauchen. So. Drei Stück waren es, wenn ich mich nicht vertan habe. Jep, sehr schön. Und dann gehen wir hier rüber. Ich hoffe, das passt alles mit dem Manufaktor. Daran. Na, schade. Ein bisschen zu eng. Ich will ungern nach hier drüben, weil hier wird noch Autosave. Stunde fast rum. Leck mich fett. Ich will hier ungern weiter rüber, weil dann kommen wir hier in Schwulitäten mit dem ganzen Kram, der nachher noch abgeführt werden muss. Ach komm, einer steht noch, ehrlich. Gut, probieren wir das nochmal. Jetzt passen wir vorbei. Sehr schön. So. Eins, zwei. Ehrlich. Wir müssen einen wieder nach hinten. Wie ärgerlich ist das denn? Okay, ich musste gerade nochmal gucken. Jetzt ist sauber. Sehr schön, sehr schön. So, das heißt, der kriegt auch alles jetzt. Dann braucht der noch Strom. Wo holen wir den her? Von da. Und kriegst du keine versteckten Eisenplatten? Oh, ich glaube, das geht schief, so wie ich mir das gerade gedacht habe. Warum kommt hier nichts an? Was ist hier los? Achso, weil da jetzt natürlich nur die Produktion reinläuft, ne?
Das habe ich irgendwie falsch mir vorgestellt. Nee, das machen wir nicht so. Das funktioniert so nicht. Du kommst mal weg da. Das alles weg. 1, 2. Pumpst du das dahin. Und du kommst einfach ein höher. Da machen wir uns ja gar keine Platte, oder? 1, 2, 3, 4. Und dann reichst du das noch da durch. Zack. Und dann geht das nämlich auch. So weit sind wir. Dann da nochmal einen rauf. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und von da nach da. Zack. Sehr schön. Und dann kannst du jetzt fleißig intelligente Beschichtung bauen. Wir schmeißen nochmal alles raus, hauen das von dem Container da hinten alles rüber und dann passt das auch. So. Habe ich hier schon so ein Überschussding? Ja, habe ich. Sehr schön. So. Jetzt kommt die ganze Überschuss-Tradelei. Das heißt, dafür brauchen wir erstmal ganz viele Lifte. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich mach das da oben hin. So, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kann alles weg. Brauchen wir nicht mehr. Dann können wir nämlich demnächst auch eine Wand rumziehen. Was ich ja mal irre gut finde. Jawohl, ist alles voll mit Rotoren, ne? Ja, machen wir doch gleich. Ne, ich will ja nicht alles abführen, ich will ja nur den Überschuss abführen. Was eigentlich auch Quatsch ist, aber egal. Ne, wir lassen das jetzt so. Das passt schon. Und da hier oben alles mit Dings hier gemacht ist, mit Metallwänden, behalten wir das auch bei. Hm, hier machen wir Tore rein. Und dann wird hier tatsächlich langsam eine Halle draus. Ist das nicht cool? So, alle Überschussdinge. Achso, die hier auch noch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und gibt es hier noch Tore? Da sehe ich tatsächlich links und rechts keinen Unterschied. Haben wir das so weit und darüber machen wir Fenster. Andersrum. Sehr schön. So und so und so und so. Muss man den Scheiß tatsächlich auch bald nicht mehr sehen. So, und dann müssten hier immer die Ausgänge kommen, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Probieren wir das noch. Ach, Kacke. Manchmal bin ich auch ein Idiot, ey. Ist ja nie gerade. Wie ätzend ist das denn? Und wie kann das denn sein? Ach so, weil er hier nach links rüber geht, ne? Scheiß. Dann müssen wir tatsächlich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann drehen wir ihn nach da und dann müsste das doch passen.
Aber spontan würde ich sagen, das ist zu hoch. Machen wir mal um 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sieht doch besser aus. Aber es sind 8. Warum sind es 8? Ist doch scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. Okay. 8. Alles klar. Alle nochmal weg. Aber auch die richtigen bitte. So. Und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch einen letzten. So. Was ist hier los? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Überall. Die Teile rein. Das sitzt. Hier müssen noch zwei Tore hin. So. Ebenso wie hier. Daran. Und daran. Und dann ist doch zumindest die Wand hier mal fertig. So. Das ist eigentlich Blödsinn. Das nehmen wir da weg. Da können auch fixe Wände hin. So, so, so. Denn wir hauen jetzt hier nochmal Fundamente vor. Eigentlich reicht bis da, aber der Optik halber machen wir das mal so. Und dann arbeite ich jetzt tatsächlich, glaube ich, einmal mit denen hier. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ob ich die ja irre Scheiße finde. Aber hier passen die einfach gerade mal gut. Ja, sauber. Zack. Wow, ist das eng, ey. Hier muss eine Wand rum, und zwar ganz dringend. Ja, sehr schön. Dann können wir hier oben einmal eine Tür hinbauen. Richtig rum? Ja. Sehr schön. Jetzt kommen hier nämlich wieder die Wände lang, die wir ja schon kennen. So. Dann eine Menge Fusionatoren. Wieder mal. Sitzt der? Ne. Jetzt sitzt er. Das gleiche hier. Oder auch nicht. Ich habe mal wieder einen Knick in der Optik, ne? Ganz schlimm. Na, komm. Ich bin mir tatsächlich gar nicht einem sicher, ob der so sitzt, wie ich ihn haben will. So. So. So, und dann habe ich tatsächlich keinen Stahl mehr. Ich werde verrückt. Was haben wir hier noch rumliegen? Ganz viel Kram. Oh, Stahl. Sehr schön. Aber trotzdem müssen wir jetzt einmal da hinten. Ach nee, wir müssen nach unten ja schon. Haha, das ist ja irre. Was hier nicht alles rumliegt. Oh, Beton nehmen wir mit. Was liegt da? Stahl. Naja. So, und da wir hier jetzt eh den nächsten Loch reinhauen müssen. Ist hier genug Platz? Hier ist eigentlich genug Platz. Dann machen wir das so. Zack. Und zack. Dann sind wir erstmal hier.
Boop, boop, boop. So, holen einmal Stahl ab, der jetzt hier schon in nicht allzu großen Quantitäten ist. Warum ist hier noch so wenig? Das sollte doch derweil schneller gehen. Also klar, nicht so schnell wie da oben, aber... Ist hier ein Fehler drin? Nee, es füllt sich. Oh. Warum? Warum wird hier der Stahl geschreddert? Ach! Warum habe ich das nicht fertig gebaut? Scheiße! Ich führe den Stahl gar nicht ab. Ich habe jetzt fleißig Stahl geschreddert. Ich werde bekloppt. Gut, das mache ich, wenn ich offline bin, mal fertig. Jetzt gerade schreddere ich meine gesamte Stahlproduktion, ist auch schön. Das ist dann erstmal so. Das ende ich as soon as possible. Das kann also nicht sein. Da dürfte eine ganze Menge dann geschreddert werden. Oha, oha. Wo war die mit 100 kommen? So, dann Fundamente. Zack. Die ziehen wir einfach hier rüber. Ne, hier kommt ja nachher noch der nächste Zugang. So, da brauchen wir nichts mehr. Gut, dann kommt da erstmal. Ja, ich glaube, zwei Eingänge reichen uns da. Dann kommt da nochmal ein Loch rein. Damit ich hier eine Tür haben kann. Und dann muss das eigentlich alles erstmal nach da hinten laufen, ne? Wie asig. Und eigentlich will ich das auch eine Ebene da drunter haben. Was hier? Alter, was wird denn hier alles geschreddert? Ja, ist klar, dass ich denn schon wieder 6 Coupons habe, ne? Ich habe die Reihe hier oben durchgebaut, aber die Reihe unten nicht. Oh, ich ärgere mich gerade des Todes, ey. So, aber zurück zum Thema. Was läuft hier oben zu? Hier oben sind, glaube ich, die weniger vielen Produkte, ja. Okay, dann machen wir doch erstmal in einem Anflug von Provisorium. Oder? Warum soll ich ein Provisorium bauen? Das ist doch irgendwie auch Quatsch, oder? Wir machen einfach einmal so. Gucken, ob wir da hinkommen. Förderband zu steil. Ist ja nicht schlimm. Dann kommen wir da eins hin. Zack. Tada! Lassen wir das gleich sauber rüberlaufen. So, ich hoffe mal, das passt. Ne? Förderband zu lang, natürlich. Zack, von da nach da. Ne, setz da oben ran. Sehr schön. Dann hier noch ein. Und dann hier, wa? Müsste doch hinkommen. Na komm. Und das kommt von hier. Nein, mit Sicherheit nicht. So was von nicht. So. So. Und dann dahin. Und ich komme hier weiterhin sauber durch. Alles gut. Okay, jetzt setzen wir das Ganze noch oben drauf. Ich bin leicht drüber heute. Erstmal kommen hier Wände hin. Damit ich hier nicht ständig runterfalle. Das kriege ich nämlich eine Macke. Na komm.
Die werde ich, glaube ich, irgendwann nochmal durch geschlossene Wände ersetzen. Und jetzt komme ich nicht mehr rein. Auch sehr schön. Markus, das war sehr, sehr klug, was du da gemacht hast. Das heißt, ich mache hier einfach Tore. So. Zack. Und jetzt kann man hier auch vernünftig hochlaufen. Gott, ich krieg einen Dusel, ey. So, das lösen wir hier jetzt erstmal ganz normal mit Stützen. Wie gesagt, ein Provisorium. Ach komm. Das ist doch scheiße. Kommen wir da rauf? Ja. Kommen wir da rauf? Nein. Aber ich habe keinen Bock jetzt hier noch x-mal hin und her zu rennen. Ach komm schon. Lieber schmier ich da noch dreimal ab. Hep. Ach Mann. Zweimal. Jetzt aber. Jo. Sauber. So. Dann. Da wird da ja zwei Zugänge. Obwohl, nee. Ich habe gerade überlegt, dass ich das anders mache, aber ich mache da im zweiten Teil noch eine Ebene ran. Dann passt das auch. So. So nicht. So. Genau. Und dann geht's hier runter. Ach, warum denn? Was ist denn da jetzt im Weg? Zu teuer. Ach komm. Dann schnappe ich mir halt einfach Beton vom Band. So läuft der Hase. Wenn ich das hier eh schon frei Haus kriege. Das ist ein bisschen dämlich, oder? So. Mein Beton. Stahl. Stahlträger. Stahlträger-Ding. Jetzt muss ich da wieder hoch, oder? Nee, muss ich nicht. Ich kann einfach so machen. Und dann bin ich auf der richtigen Höhe. Wie gut ist das? Und dann sehe ich, dass hier noch nichts kommt. Warum ist das so? Bin ich zu ungeduldig? Eigentlich nicht, oder? Also klar, ich bin ungeduldig, ohne Frage. Ach, da muss ja auch noch eine Wand ran. Ich bin ein Idiot. Egal. So, aber warum kommt da nichts? Sag mir doch keiner, wir haben hier keine Überschussproduktion. Da ist alles voll. Da müsste doch eigentlich ein bisschen was zumindest rübergehen. Voll. Ach nee, der produziert jetzt wieder fleißig hier hinten, ne? Weil wegen nicht voll. Aber zumindest die müssten doch weggehen. Wie kann das hier stehen? Ah. Mittlerer Ausgang. Modulare Rahmen. Rechter Ausgang. Überschuss. Und jetzt. Tada. Läuft der Scheiß. Haben wir noch irgendwas nicht programmiert? Der ist. Und der hier hinten, glaube ich, auch. Ja. Schön, schön. Da stehen auch schon Rotoren bis auf Anschlag. Der produziert jetzt wieder fleißig. Und dann sollte sich unser Lager langsam füllen. Feini! Und ich glaube, damit entlasse ich euch. Nee, ich will euch so nicht entlassen. Das möchte ich nicht. Einfach, weil es kacke aussieht. Und ich wieder dreimal runterfallen kann nochmal. Zack. Und einmal bis zum letzten. Sehr schön. So, hier müssen dann entsprechend auch zwei. Dann gehst du hier rüber. So. Sehr schön, das hat gepasst. Und natürlich.
So. Sauber. Versteckte Stahlplatten. Oh, es läuft. Herrlich. Schön, wenn was funktioniert. Richtig gut. Da brauchen wir bei Zeiten nochmal. Das können wir eigentlich jetzt noch fix machen. Eine Stütze wäre schon gut, ne? Muss hier nicht einfach so in der Luft hängen. Und da drunter setzen wir einen Pillar. Hä? Base. So. Zumindest erst einmal, bis wir hier weiter ausgebaut haben. So. Schön, schön. Nimm mit den Scheiß. Schön, schön, schön. Hier entsteht langsam die Halle. Die werden wir nochmal fertig rumziehen bei Zeiten. Hier werden wir vielleicht nochmal umbauen müssen. Das ist ja nicht das Problem. Aber dass wir hier langsam mal wieder Ordnung reinkriegen. Dann werden wir das hier auch noch abführen nach da. Das ist ja eine recht umfangreiche Produktion. Kabel und sowas produziert man ja bis zum Abwinken. Und dann haben wir tatsächlich... Wieso steht da oben das Band? Wie kann das denn sein? Das ist unmöglich. Also das ist nicht unmöglich, aber das ist Blödsinn. Keine Verbindung. Ah, ja, dann ist klar, dass nichts abläuft, ne? Man sollte die auch verbinden. So. Nun läuft's. Schön. Schön, 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 schön. Ach, so habe ich mir das vorgestellt. Geiler Scheiß. Ne, was ich ursprünglich mit dem großen Servicetunnel machen wollte, mache ich hier jetzt eigentlich im Kleinen so ein bisschen. Ne? Die Bänder verschwinden etwas aus dem Blickfeld. Und wir haben hier trotzdem ein schönes Ergebnis. Wir könnten hier über Zeit noch mal so einen Turm ranbauen. Die sind ja meine Spezialität, ne? So, der löppt das. Und löppt und löppt und löppt. Was machst du denn da? So, schön. Damit entlasse ich euch doch jetzt echt gerne aus der Folge, die jetzt auch mal eben über eine Stunde ging. Meine Fresse. Das ist ordentlich. Zack. Und zack. Also weit über eine Stunde. Stunde 20 fast. Dann sieht das da erstmal so aus. Das wird bei Zeiten nochmal komplett überdacht. Dann haben wir hier zwei große Hallen. Ich muss nochmal gucken, wie wir das da mit den Schrauben vielleicht nochmal ein bisschen entkuddelmuddeln. Das wäre ja ganz schön. Obwohl, so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Ne, dann machen wir hier eine große Halle hin. Und eventuell setzen wir das da einfach oben drauf. Um hier ein bisschen mehr Ordnung reinzukriegen. Oder wir versetzen es einfach ein Stückchen nach links. Das können wir natürlich auch machen. Ne, dann läuft das nämlich auch wieder. Herrlich! Da sehe ich gelbe Lichter. Das heißt, Produktion ist übervoll. Ich muss nur noch gucken, dass ich irgendwie meinen Stahl gerettet kriege. Weil sonst fehlt da eine ganz schöne Menge. Das wollen wir irgendwie vermeiden. Ja, das war es erstmal von Satisfactory. Da hinten könnt ihr sehen, ich habe da ein bisschen Fundamente gesetzt. Ne? Die Zeit nehme ich mir jetzt aber nicht mehr, weil sonst bin ich noch wieder 5 Minuten dabei. Wir haben da echt viel Platz für die nächste Halle. Das wird richtig gut. Aber erstmal ordnen wir hier die alte Halle fertig, damit wir das innerlich abschließen können und sagen können, pff, der Drops ist gelutscht jetzt. Ich habe die Schnauze voll. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Herrlich. Ja, ich danke euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Ich hatte es auf jeden Fall. Also das mit meinem Dingstunnel hier, das gefällt mir jetzt richtig gut. Da bin ich richtig Fan von. Ne? Das ist da okay, das ist da auch okay. Ne? Nur mit einmal hier quer über den Block lang ziehen, das fand ich halt dämlich. Ne? Das war mir zu viel. Aber hier so am Häusel lang, damit kann ich leben. Ich werde da vielleicht auch nochmal Schrägen irgendwann drunter bauen. Statt der Glasböden, aber... Das entscheide ich dann relativ spontan. Ne?
Aber ich wollte euch gehen lassen. Ne? Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Lacht mich aus, lobt mich, was auch immer, was euch einfällt. Schreibt was drunter. Ich freue mich immer. Und wünsche euch damit jetzt ein wunderschönes, ich glaube, wann kommt die raus? Eine wunderschöne Woche. Dienstag kommt das raus. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsen.